Arthurs Welt ist in Ordnung. Arthur? Arthur! Hilfe! Angriff! Einer, hilf mir! Tut mir leid, ich war in Afrika. Bis sich eines Tages... Ja! ...alles ändert. Sie müssen Ihr Haus bis übermorgen räumen, egal ob die Wäsche trocken ist oder nicht. Die kriegen das Haus nur über meine Leiche. Ich lasse nicht zu, dass sie es uns wegnehmen. Arthurs einzige Hoffnung führt ihn zum größten Geheimnis seines Großvaters. Es gibt einen Ort, wo Mut nicht daran gemessen wird, wie groß du bist. Dein Großvater hat diesen Ort hier unter unserem Garten gefunden. Dort lebt ein winziges Volk, die Minimoys. Sie bewachen den Schatz, den dein Großvater versteckt hat. Ich werde den Schatz finden. Ah, was passiert mit mir? Ah! Willkommen im Land der Minimoys. Was ist das? Jetzt muss Arthur zwei Welten retten. In zwei Tagen werden Männer kommen. Sie wollen alles zerstören. Mein Haus, mein Garten, meine Welt und eure Welt. Oh. Man kann diese Männer nur aufhalten, wenn man sie bezahlt. Zusammen mit einer richtigen Prinzessin. Als Prinzessin fällt die Aufgabe, unser Volk zu beschützen, mir zu. Mein kleines Mädchen. Vater. Verzeihung. Und gegen einen bösen Tyrannen. Nichts kann uns aufhalten. Die sieben Königreiche sind mein. Ich meinte natürlich unser. Können wir nur verhindern, wenn ich den Schatz finde, den mein Großvater irgendwo versteckt hat. Entdecke die Welt der Minimoys. Lang lebe der König! Erlebe das größte Abenteuer. Ich brauche Rückendeckung! Mit den Stimmen von... Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Auf die sieben Königreiche. Und Nena. Hey, nur weil wir gleich sterben, darfst du noch lange nicht unverschämt werden. Schon, Arthur. Beeil dich. Wir haben nicht ewig Zeit. Arthur und die Minimoys. Das rockt richtig.